Erstmal oben, würde ich sagen. Dann wenden wir uns nacheinander den Bossen zu. Retiren. Ich versuche hier primär mit heiliges Licht und Holy Shock zu arbeiten. Die Mana sparsamsten sind. In Notfällen habe ich Lichtblitz. Der hilft fast doppelt so viel wie die beiden anderen. Kostet aber mehr als dreifach. So ein bisschen wie Nachwachsen jetzt vom Druiden geworden. Schön, dass es da ist, aber ich brauche einen Himmel nicht. Nur für Emergency. Fast wäre ich runtergesprungen. Surprise, surprise. Bin mal gespannt, wann deine erste Closure-Aktion kommt. Wahrscheinlich dann, wenn es wirklich um es geht, in den Raids. Den Raids. Ja, der Plan ist ja schon in die Zukunft. Ich plane in die Zukunft. So, jetzt muss ich auch mal entscheiden, wo du eigentlich hin willst. So, jetzt haben wir oben alles geklärt, ne? Und wo ging es zuerst lang? Wir gehen Da in die erstmal hier Pumpe. lang. Da, geradeaus. Aber wir können hier Cash mitnehmen. So sieht es aus. Brauchen wir ja eh alles fürs Quest. Auch ein Boss, der droppt auch was. Epics? Ich will nicht nerven, Koja, ich will Epics. Ja, jemanden halb gebildeten, aber er ist wenigstens interessiert, sich weiterzubilden. Wow, ein Schild, was einfach nichts macht. Und genauso viel Rüstung macht, wie mein jetziges Schild. Na, Spitze. Na, dann erklär mal deinen Namen. Jetzt ist es raus. Ich wollte dich noch leugnen als Freund. Okay. Schön, dass er gefragt hat. Verstehe jemand diese Leute? Egal. Ich möchte jetzt auch nichts ausfallen, dann ups. Deswegen gehen wir da einfach mal so rüber. Sammle hier Crap ein. Commit. Ich brauche noch so ein Dreckschuh. Ich finde sie bestimmt irgendwann. Was sag ich dir? Holy Crit Damage. Wie kann man sich nur Rudi nennen? Rudi ist doch so ein typischer kleiner Hundename. Totally agree. Naja, ist ja auch sowas wie ein Hund.
Schon Blutbacke. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn man wenigstens ganz Zeit looten würde, da mal. Oh, ich hab's endlich vor. Ich witter hier schon Kick. Ich bin zwar echt dagegen, diese Healer-Tank-Position zu missbrauchen, aber ich hasse auch einfach dumme Menschen. Ja, man muss auch praktisch sehen, ja? Wenn man Tank Healer spielt, da ist man einfach fair. Man kriegt immer sofort einen Heal. Man kann die Leute kaputt machen. Auch mal kicken. Oh, hallo. Ja, die Zuschauer haben sicher schon gemerkt, wie gut unsere Namen hier zusammenpassen. Bis jetzt haben wir eigentlich auch immer darauf geachtet, dass unsere Namen in irgendeiner Weise zusammenstehen. Das ist richtig. Ninja Root. Ich werde der Erste sein. Bleib in der Kiste, bleib in der Kiste. Jetzt komm ja. Bin dran. Nee. Fucker. Das haben wir hier verpasst. Zum Glück nichts, was wir benötigen. Ich wusste, wir hätten ihn kicken sollen. Und weiter geht's. Ich bin der größte hier. Ich bin echt kurz davor, ihn zu kicken, einfach wegen seiner Dummheit. So, Damage Meter. Er ist auf Platz 3, macht so viel Damage wie ich. Ja, Warlock macht gerade mal die Hälfte von unserer DPS. Ja, eben, das war der Warlock. Aber wir wollen ja nicht gemein sein, jetzt wo das hier alles ins Internet fließt. Lass ihn uns kicken. Ja, neues Buch. Okay, cool. Hat Amazon geliefert, ne? Es heißt das Buch der fünf Ringe. Ja? Ist von Miyamoto Musashi, dem Samurai. Du hast schon was von seiner Philosophie gelernt. Hab's gerade ausgepackt. Oh. Aber das ist eins der großen Werke, die man gelesen haben sollte. Das wird in Japan so, die Manager und so, die lesen das alle. Natürlich auch Sun Tzu und noch so ein paar. Das hilft einem auch bei WoW, muss man sagen. Du hast es noch nicht gelesen. Ja, aber Sun Tzu und so, ne? Ist aber ein sehr cooles Buch. Es hat nur 90 Seiten. Ja, die Kunst des Krieges ist ja auch nicht viel größer, sage ich mal. Vom Inhalt schon. Vom Inhalt schon.
Aber er schreibt hier auch direkt was über den Schwertkampf, ne? Also ist nicht für alles so anzuwenden. Ist ja immer ein Krieger. Ja. Also damit Fantasie. Zum Beispiel hier der Kampfschrei. Wenn der Gegner auf deinen Angriff mit einem Gegenangriff reagiert, führst du einen sehr schnellen Hieb aus. Wobei du einen Schrei in seine Richtung ausstößt. Ich hielte dich. Oh, cool. Führt den Hieb sehr schnell aus und schreie tot. Wichtig dabei ist, den Schrei simultan zum Erheben des Schwertes auszustoßen. Der richtige Schrei muss wiederholt geübt werden. Das ist es gewesen. Hast du deinen Schrei auch oft geübt? Ich hab cool dann. Da kann man ja nicht immer üben. Ja, jetzt mal ehrlich. Das nächste Teil. Das da habe ich schon. Meinst du, sollte mir das Set hier gaunern? Nach dem Herzen stechen, das ist wie vom Todesritter. Das heißt ja alles irgendwie. Wahrscheinlich hat er bei Bliss abgeschrieben, ja. Nach dem Gesicht stechen. Jetzt kann man hier eigentlich runterschwingen. Drei Wege, einen Angriff zu parieren. Ja, hier sieht man schön, das ist ein kleiner geheimer Weg, ne? Geheim. Da, da, da.